Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Erfreulicherweise gibt es mal wieder eine Menge Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 und natürlich auch zu Phantom Liberty. Es geht um Romanzen, um den nächsten Cyberpunk-Titel, um Cyberpsychose und ums Stehlen in Cyberpunk 2077 und ich glaube, ich habe dann noch einige Themen. Aber bevor wir beginnen, noch etwas in eigener Sache. Nächsten Montag, das ist der 19.06., gibt es einen Livestream, in dem wir uns das neue Gebiet anschauen, in dem demnächst Dogtown liegen wird und wir quatschen natürlich über Phantom Liberty. Da mein Hirn randvoll mit Informationen zu Phantom Liberty ist, kann ich dir womöglich auch die eine oder andere Frage zu der kommenden Erweiterung direkt live beantworten. Also schau gern mal rein, los geht's um 20.30 Uhr in der Streamkiste. Beginnen wir zuallererst mit dem, was nach Phantom Liberty folgt. Wir wissen bereits länger, dass es einen Nachfolger mit dem Arbeitstitel Orion geben wird und der soll hauptsächlich in einem neuen Studio in Boston entwickelt werden, aber da natürlich unterstützt von dem Hauptstudio in Warschau. Das neue Studio soll laut CD Projekt die Arbeit Anfang 2024 aufnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass bisher gar nichts in Sachen Orion geschehen wäre. Tatsächlich arbeitet man schon etwas länger an dem Konzept, was eben extrem wichtig ist, denn darauf baut dann natürlich das ganze Spiel. Also man ist da schon dran. Aber die aktive Entwicklung eines Spiels wird eben erst auch mit der Indienststellung des Studios beginnen. Klar war auch, dass Pavel Sasko als Quest Director nach Boston gehen wird, um an Orion mitzuarbeiten. Nun wurde aber auch bekannt, dass auch Mr. Phantom Liberty, aka Gabe Amantadrillo, nach Boston gehen wird, um dort auch wieder als Game Director die Gesamtleitung der Entwicklung des neuen Cyberpunk-Titels zu übernehmen. Amantadrillo hatte bei Phantom Liberty ziemlich freie Hand und so wie es bisher aussieht, hat er seine Freiheiten genutzt, um Cyberpunk 2077 um eine ganz neue Erfahrung zu erweitern, nämlich als Agent in einem Wirrwarr aus Intrigen unterwegs sein zu können. Ob das bei uns dann aufgeht, werden wir im September sehen, aber ich muss zugeben, alles was ich bisher gesehen habe, macht schon einen sehr guten Eindruck. Phantom Liberty soll ja als waschechter Thriller daherkommen und womöglich kann man daraus etwas auf den neuen Titel Orion ableiten. Deshalb habe ich mal in der Lore nach möglichen Hinweisen gesucht und tatsächlich bin ich auf einen kleinen Text gestoßen, in dem es um eine Organisation geht, die sich um Extraktion von entführten Menschen kümmert. Das hätte durchaus Potenzial für einen neuen Cyberpunk-Titel, der dann von der Tonalität mehr in Richtung Phantom Liberty gehen würde. Den gesamten Text werde ich am Montag im Stream vorlesen. Also, wenn dich das interessiert, schau da gern mal vorbei. Wer möchte nicht einfach mal stehlen, was man am liebsten sofort haben möchte? Nun, in Cyberpunk 2077 können wir das wohl demnächst tun. Denn dank Pavel Sasko wissen wir, dass es entsprechende Aufträge geben wird, in denen wir Autos stehlen und diese dann zu einem Fixer bringen werden, den wir bereits aus dem Hauptspiel kennen. Es geht nicht um Mama Wells, wie Pavel Sasko versehentlich in einem Interview sagte, sondern um Muammar El Capitan Reyes, der wohl demnächst auch die Rolle eines Autoschiebers und Webseitenbetreibers übernimmt. Die Aufträge werden wohl auch Bedingungen haben, wie in etwa, dass der Wagen bei einer Verfolgung nicht zu Schaden kommt oder vielleicht auch nur sehr wenig, was mein Wie sehr gelegen kommen würde, denn der fährt echt wie der allerletzte Henker. Aber warum Webseitenbetreiber? Nun, El Capitan wird wohl gleich zwei Webseiten betreiben, die wir vermutlich über die diversen Computer im Spiel erreichen können. Dort sollen wir dann alle Fahrzeuge, die es im Spiel gibt, kaufen und verkaufen können. Aber es sollen auch neue dazukommen. Die Frage ist hier natürlich, wie es mit dem bisherigen System ausschaut. Bisher bekommen wir Fahrzeuge und natürlich auch Motorräder von verschiedenen Fixern angeboten. Irgendwie wäre das dann doppelt gemoppelt. Ich würde vermuten, dass wir mit dem neuen System alle Fahrzeuge, die man bisher bei verschiedenen Fixern kaufen kann, auf die Seite von El Capitan wandern. Die Alternative wäre, dass El Capitan ganz andere Versionen der Modelle anbietet, was dann aber zu einem sehr krassen Überangebot an Fahrzeugen führen würde. Nicht wenige finden ja jetzt schon, dass es viel zu viele davon gibt. Es erscheint mir daher wahrscheinlicher, dass es zukünftig alle Fahrzeuge an einem Platz geben wird. Zusätzlich dazu soll es dann auch noch die Möglichkeit geben, die Fahrzeuge zu bewaffnen, was dann wahrscheinlich über die zweite Webseite laufen wird. Das ist ja schon eine Art der Modifikation. In diesem Zusammenhang besteht natürlich meine Hoffnung darin, dass man hier direkt weitere Modifikationsmöglichkeiten eingebaut hat. Mit der Wahl der Farbe, des Innenraums und einem grundsätzlichen Stil würde man da schon eine Menge Variation mit vergleichsweise kleinen Aufwand bringen. Aber ganz wichtig, das ist hier nur Spekulation. Kann natürlich sein, dass die einzige Modifikation, die tatsächlich möglich sein wird, die Waffen betrifft. Aber hier würde man schon eine Menge Potenzial liegen lassen, also halten wir mal die Daumen gedrückt.
Cyberpsychose. Jeder kennt sie, keiner will sie. Es ist eine Krankheit, die jeden treffen kann und nicht unbedingt nach dem Schema mehr Chrom gleich mehr Irre abläuft. Nein, so funktioniert das nicht. Alles liegt an den Umständen, der Persönlichkeit und der Verfassung eines Menschen. Doch Fakt ist, dass Cyberpsychose in dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, auf das Cyberpunk 2077 basiert, eben einen festen Stellenwert hat und das möchte CD Projekt auch in die Welt von Cyberpunk 2077 transportieren. Super, kann wie dann zum Cyberpsycho in Cyberpunk 2077 werden? Nein, das muss man direkt mal so ganz deutlich sagen, weil ich bereits den ein oder anderen Bericht gesehen habe, der die Leute rein vom Titel her auf eine völlig falsche Fährte führt. Es würde für die Story einfach keinen Sinn ergeben, wenn V plötzlich komplett durchdreht und Judy zu Judy Matt verarbeitet. Ja, ich weiß, die ist Zucker und so weiter, aber sie ist eben in den Augen eines Cyberpsychos ein Sack voller Matt und außerdem hat man als Cyberpsycho dann auch eine total unterirdische Toleranz, was nervige Vorschläge betrifft. V, lass uns die Bosse des Clouds überfallen! Was aber kommt, sind Nachteile, die wir wegstecken müssen, wenn wir uns mehr Chrom einbauen. So werden manche Teile uns wahrscheinlich mehr Schaden geben, dafür aber einen Teil der Gesundheit oder der Ausdauer kosten. Es wird also mehr in die Richtung gehen, dass wir einen Vorteil für einen Nachteil tauschen und dann sehen müssen, wie das Ganze in unser Gesamtkonzept passt. Wer also hoffte, zum total Irren zu mutieren, den muss ich leider enttäuschen. Eine weitere Info wird vermutlich diejenigen enttäuschen, die Phantom Liberty nicht kaufen wollen oder können, aber dennoch gespannt darauf sind, welche Änderungen es im Hauptspiel geben wird. Denn leider sieht es so aus, als würden bei weitem nicht alle neuen Features auch tatsächlich ohne die Erweiterung im Hauptspiel landen. So sagte Pavel Sasko dazu, dass man hier noch nicht alle Entscheidungen getroffen habe. Wir erinnern uns, es sind in diesem Kontext nur noch 3,5 Monate. Man will wohl fair sein, aber man möchte natürlich auch eine Erweiterung verkaufen. Also, das sagt er so nicht, aber das ist natürlich klar. Er sagt aber, dass es nicht so ist, dass alle Upgrades nur Phantom Liberty Besitzern zur Verfügung gestellt werden. Was eben im Umkehrschluss auch bedeutet, dass es eben bei einigen der Fall sein wird. Ich denke, damit sind auch Features gemeint, die im Hauptspiel auftauchen. Man muss also aktuell echt von den Annahmen der Spielepresse und Leuten meiner Zunft und wirklich bestätigten Informationen trennen, welche aktualisierten Systeme als Update ins Spiel kommen und welche erst mit dem Kauf der Erweiterung ihren Weg ins Spiel finden werden. Das ist natürlich egal für Leute, die Phantom Liberty bereits vorbestellt haben, aber es gibt ja auch genug Chums, die erstmal schauen wollen und da sollte man jetzt erstmal auf bestätigte Infos warten, was tatsächlich als Update kommt und was womöglich erst mit der Erweiterung, bevor man sich auf Feature XY freut. Kommen wir nun endlich zu den Romanzen. Kennt ihr das Sprichwort mit einem kleinen Finger und der ganzen Hand? Nun, beim Thema Romanzen ist es eher kleiner Finger, ganzer Körper. Da hat Pavel Sasko in einem Interview von Romanzen gesprochen und zwar von weiteren Möglichkeiten, was die bisherigen Partner betrifft. Schneller als man "Ich bin total gut zu Vögeln" sagen kann, war auch schon das Gerücht in der Welt, man könne Gang-Knick-Knack mit Reed Meyer Songbird und Alex machen. Achso, und Hansen wäre als Domino auch noch dabei. Das ist doch die männliche Version von dieser einen Kiste. Naja, auch egal. Vermutlich habe ich hier ein wenig in der Darstellung übertrieben, aber die Leute sahen mindestens 3 Romanzen in Phantom Liberty. Diesen Gerüchten setzte dann Marcin Momot ein bluttriefendes Ende. Nein, es gibt keine Romanzen in Phantom Liberty. Das ist schließlich ein Spionage-Thriller. Aber James Bond, scheiß auf James Bond. Okay, also keine Romanzen, dafür aber eine Menge neuer Waffen. Nun, während ich meine neuen und ziemlich imaginären Waffen zärtlich umschließe und zu Pavel Sasko blicke, frage ich mich natürlich, warum zur Hölle der Typ das Wort Romanzen überhaupt in den Mund genommen hat. Die Antwort darauf ist wohl, dass es sehr wahrscheinlich weitere kleinere Erweiterungen in Sachen bestehenden Liebschaften geben wird, also sowas wie weitere Textnachrichten und vielleicht auch die eine oder andere Dialogzeile. Sowas gab es aber auch schon mit Update 1.5 bereits. Vielleicht übernimmt man auch die Idee der Mods, die es aktuell bereits gibt, also dass wir mit den Partnern irgendwo was trinken gehen können. Dass CD Projekt stets offen dafür ist, Mods in ein Spiel zu übernehmen, haben die Devs in Witcher 3 gezeigt. Aber das wäre vermutlich schon das Maximum, was wir in Sachen Romanzen mit der Erweiterung erwarten können.
Wobei, vielleicht hat das Ganze auch gar nichts mit der Erweiterung zu tun, sondern allein mit dem Update, womit die Differenz zwischen Pavel Saskos Aussage und der aktuellen Aussage von Marcin Momot eben auch erklärt wäre. Auf jeden Fall wird es keine Romanze à la James Bond geben, was ich zugegebenerweise ein wenig schade finde, denn ich glaube, das hätte super gut zwischen einem Wodka Martini und einer Leiche gepasst. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Tschum, das soll es doch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.